Hallo meine Lieben. Ja, ich hoffe, es geht euch allen gut. Weihnachten steht vor der Tür, ich freue mich. Ich habe euch mein Outfit auf Heiligabend quasi, möchte ich euch zeigen. Wir verbringen Heiligabend ganz gemütlich zu Hause mit der Familie. Also wir gehen nicht raus. Von daher ziehe ich irgendwie so ein bisschen was an, was jetzt vielleicht nicht unbedingt für draußen geeignet ist. Aber ich wollte euch das trotzdem zeigen, weil ich das irgendwie ganz lustig finde. Und ich wollte mich auch nochmal ganz herzlich bei euch bedanken für das ganz, ganz tolle Feedback zu meinem Adventskalender-Video. Finde ich ganz toll, dass das so gut bei euch angekommen ist. Ich war mir nicht ganz sicher, aber ich danke euch und auch für die vielen, vielen schönen Gedichte. Also schön fleißig weiter posten und euch was einfallen lassen. Und ja. Also das wäre jetzt mein Outfit auf Heiligabend. Das Ganze ist eigentlich von Primark so im Großen und Ganzen, also so die meisten Sachen. Das T-Shirt ist einmal, also das ist ein T-Shirt über so einem schwarzen Oberteil. Das zeige ich euch gleich nochmal für alle, die nicht unbedingt irgendein buntes T-Shirt zu einem bunten Rock tragen wollen. Deshalb habe ich da drunter noch was an, was ein bisschen schicker aussieht. Aber ich persönlich bin dieses Jahr so voll auf dem Grün-Rot-Trip. Also ich bin irgendwie, das sind ja auch so die Weihnachtsfarben und normalerweise finde ich, ist eine Kombi aus Grün und Rot absolut nicht cool, aber an Weihnachten finde ich Grün-Rot irgendwie dieses Jahr total toll. Habe auch meinen Tannenbaum dementsprechend geschmückt und von daher fand ich dieses T-Shirt so geil und passend zu dem Rock. Also ich fand das einfach cool. Ich weiß nicht, ob ihr das so jetzt komplett sehen könnt. Sind die Stiefel. Also wie gesagt, das T-Shirt ist von Primark. Ich gehe mal noch ein Stück weiter nach hinten, dann seht ihr die Stiefel, glaube ich, auch. Also das T-Shirt ist von Primark. Ich hoffe, ich rede laut genug. Der Rock ist auch von Primark. Das ist ein Wollrock, beziehungsweise soll er einen Wollrock imitieren. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob das wirklich Wolle ist. Ist mir auch völlig schnurzpiepegal. Und die Strumpfhose ist auch von Primark. Die Stiefel, die sind von der Brückstraße in Dortmund. Die waren reduziert auf 23 Euro. Ich weiß nicht, was die vorher gekostet haben. Ich weiß auch nicht, wie der Laden heißt. Wenn es mir noch einfällt, werde ich es einblenden. Und darunter, also wenn ihr jetzt irgendwie sagt, das T-Shirt, das ist euch zu viel mit dem Rock und so, darunter habe ich, Moment, das ziehe ich mal eben aus. Darunter trage ich halt so ein Oberteil mit V-Ausschnitt. Das ist so eine super Qualität. Also es gibt diese Oberteile, ja, hier sind halt so eine Knopfleiste. Diese Tops gibt es ja wirklich von allen möglichen. Also das findet ihr momentan überall. Bei H&M und bei Only und Pimki und bestimmt auch bei Primark. Also diese Art von Oberteilen. Ja klar, bei Primark habe ich mir zwei gekauft. Findet ihr überall. Aber ich muss sagen, das hier ist von Tommy Hilfiger und das ist die beste Qualität, die es gibt. Das fühlt sich so unglaublich toll an. Also es ist zwar schweineteuer, aber man merkt total den Qualitätsunterschied zu einem 7 € H&M Top oder vom Primark. Also ich bin wirklich total verliebt in dieses Oberteil. Ich habe das auch noch in Blau. Habe ich mir natürlich eingesaut mit Flecken und jetzt kriege ich das nicht mehr raus, aber ich werde es mir nochmal kaufen. Also da ist mir das Geld wirklich wert. Und es geht auch wirklich nicht darum, dass da Tommy Hilfiger draufsteht. Das ist völlig wurscht. Es geht einfach nur darum, dass sich das so schön anfühlt. Und also wer jetzt irgendwie. Vielleicht habe ich ja dann auch so ein Geistesblitz und denke mir, nee, das andere ist mir doch zu knallig, dann werde ich das so tragen. Dazu werde ich meinen Blazer tragen. So, den habe ich auch schon ewig, den habe ich noch damals in Hannover, als ich noch in Hannover gewohnt habe, gekauft, bei Pimki. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Ich finde, der sitzt sehr schön, weil er so ein bisschen tailliert ist. Er ist mir für meinen Geschmack ein bisschen zu groß. Ich finde, er könnte ruhig ein bisschen enger sitzen, aber das Problem habe ich immer bei Blazern und das ist schon Größe 32. Also kleiner geht nicht und das ist halt ein bisschen doof und ich werde mir jetzt nicht extra für 300 € einen Blazer anfertigen lassen. Und das Problem habe ich halt immer, dass die hier vorne immer einfach so ein bisschen so zu groß sitzen, aber so an den Armen finde ich ihn ganz schön, nicht zu lang. Und hier so von der Länge finde ich ihn auch super. Ich mag ihn gerne. Und es wäre dann so mein Heiligabend-Outfit of Thursday. Ja, die Stiefel finde ich auch ziemlich cool. Was ich auch dazu tragen werde, weil ich mir diese Krawatte jetzt schon bestellt habe. Ups, dann werde ich sie auch tragen, weil ich sie ziemlich cool finde.
Vielleicht auch eher an Silvester, ich weiß es noch nicht. Aber ich finde, sie peppt das Ganze nochmal so voll auf. Und ich mag das halt. Es wird nicht jedermanns Sache sein, aber irgendwie gefällt mir das. Ich finde das irgendwie. Ja, mir gefällt das halt einfach. Ich meine, man kann nicht oft im Jahr sowas tragen und hier schön Glitzer, Pailletten und so. Ist sowieso nicht meins. Und wenn ich das schon mal trage, dann an Heiligabend. Ja, das war's schon, aber ich glaube, ich werde doch das T-Shirt tragen. Ich ziehe das nochmal an. Weil ich habe mir das extra für Heiligabend gekauft. Und da werde ich das auch tragen. Auch wenn es total knallig, bunt, übertrieben aussehen wird, ist mir völlig egal. Ich möchte das so gerne tragen an Heiligabend. Und ja. So. Genau, das wird mein Heiligabend-Outfit sein. Ja, meine Süßen, das war's. Sollte nur so ein kleines, also schminktechnisch werde ich wahrscheinlich, ich habe das schon mal vorgeschminkt, aber also so ausprobiert und es hat mir nicht gefallen. Und zwar habe ich roten Lidschatten genommen, wie immer, und wollte mit grün verblenden in der Lidfalte, weil ich halt einfach diese Kombi aus grün und rot momentan so schön finde. Irgendwie gefällt mir das nicht. Ich weiß nicht, also es sah nicht schön aus mit dem grünen. Also am Auge hat mir die Kombi nicht gefallen, weil meine Augen blau sind und das war einfach überladen, das war zu viel. Aber ich habe mir das von Lynni angeguckt, falls ihr Lynni kennt. Sie hatte vor Jahren mal so ein SpongeBob-Tutorial, so ein Plankton-Tutorial gemacht und da habe ich das so ein bisschen abgeguckt und irgendwie sah das aber nicht cool aus. Ich weiß nicht, also an mir sah das nicht cool aus, deshalb habe ich es wieder abgeschminkt. Werde ich wahrscheinlich dann noch Heiligabend auch nicht machen. Aber das Outfit steht und ich bin sehr zufrieden damit. Ich mag es. Nochmal ohne Krawatte. Und ja. Ich wollte eigentlich erst ein schlichtes schwarzes T-Shirt anziehen. Aber ich habe es nicht gefunden. Ich weiß nicht, wo ich die Sachen wieder verbummelt habe. Bei mir liegt immer alles irgendwo rum, wo es nicht hingehört. Aber letztendlich habe ich mich dafür entschieden. Okay, jetzt habe ich euch genug vollgelabert. Meine Haare sind wieder ein bisschen dunkler. Ich fühle mich mit dunklen Haaren doch ein bisschen wohler im Moment. Ich weiß nicht, ob es an der Jahreszeit liegt, aber das Blond hat mir doch nicht gefallen. Und der Rotstich, also, oh, hier, das sieht ja auch wieder scheiße aus. Der Rotstich ist minimal. Ich habe extra so einen aschigen Ton genommen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das noch hätte besser klappen können mit meiner Ausgangsfarbe, die ich vorher drin hatte. Die war ja schon so leicht rötlich, deshalb ist klar, dass die jetzt auch noch so einen leichten Rottouch haben. Aber für meine Verhältnisse ist das schon sehr, sehr gut. Ich finde, der Rottouch, Roteinschlag ist minimal, von daher bin ich wirklich zufrieden mit der Haarfarbe. Sie wird mit der Zeit natürlich noch ein bisschen heller, aber es gefällt mir. Nur meine Haare gefallen mir nicht, weil sie wellig sind und ich wollte sie so gerne glatt haben, aber ich habe mir selber geschworen, nein, Erna, das tust du denen nicht an. Du lässt sie jetzt mal ein paar Wochen in Ruhe und glättest sie nicht mehr. Also ich habe mir wirklich hoch und heilig geschworen, mir die Haare dieses Jahr nicht mehr zu glätten. Und das werde ich auch mich daran halten. Ja, meine Süßen, das war's. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch irgendwie Outfit of the Days, was ihr an Heiligabend tragen werdet oder wie ihr euch schminken werdet, wenn ihr das postet als Videoantwort, würde ich mich tierisch drüber freuen. Die Chrissy wird bestimmt sowas posten. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen ganz, ganz schönen Tag, meine Süßen. Tschüss!